Herzlich willkommen zum Workshop über Cocktails on Tap für das Basio-Symposium in Köln. Dieses Jahr machen wir das alles virtuell. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Matthias Ingelmann. Wir sind hier im Restaurant Kohl, meiner derzeitigen Arbeitsstätte in London. Davor habe ich in Paris gearbeitet, im Le Grand Vert, einem Restaurant mit vielen Cocktails on Taps. Wir hatten, glaube ich, 24 Taps, hatten Cocktails, Kombucha, Softdrinks, aber natürlich auch Bier und Wein und Cider. Und haben uns aber sehr viel mit der Kreation und im How-To von Cocktails on Tap beschäftigt. Heute sprechen wir über die technischen Details, über verschiedene Fasstypen, über Fassköpfe, Zapfhähne, Gase und was zu beachten ist, wenn man Cocktails on Tap kreiert, für wen es geeignet ist, für den es vielleicht nicht so geeignet ist. Und am Ende ziehen wir ein kurzes Fazit. Und ganz am Ende haben wir noch ein Q&A, bei dem uns Nils Böse zugeschaltet wird, der Brand Ambassador für Jägermeister. Jägermeister war so nett, den Workshop zu sponsern mit einem und auch einen Cocktail mit Jägermeisters Manifest zuzusteuern. Ich glaube, ihr habt alle einen zugeschickt bekommen. Darum würde ich sagen, macht den jetzt auf, trinkt und hört mir zu. Und dann am Ende stellt mir alle Fragen, die ihr noch habt. Und Nils Böse wird noch ein bisschen über den Cocktail und Jägermeister für Manifest sprechen. Los geht's! Für Cocktails on Tap gibt es zwei verschiedene Varianten. Einerseits kann man Cocktails on Tap, die schon in ein sogenanntes Keycap gefüllt wurden, von professionellen Firmen, professionellen Abfüllern kaufen. Das ist Variante Nummer 1. Variante Nummer 2, mit der wir uns dann heute ein bisschen mehr beschäftigen, ist das sogenannte Cornelius Keck. Cocktails on Tap kreiert und selbst karbonisiert oder mit jeglichem Gas versetzt im Cornelius Keck. Das gibt uns die Möglichkeit, den Cocktail selbst zu kreieren, das Gas zu bestimmen, die Pressure, den Druck zu bestimmen und dann selbst anzuschließen und einfach ein bisschen kreativer sein. Und darum fangen wir jetzt gleich mit dem technischen Equipment an und sprechen als erstes über die Fässer. Der erste Fasstyp, über den wir sprechen und auch der interessanteste für uns, ist das sogenannte Cornelius Keck oder auch Corny Keck. Das sind alte Coca-Cola oder Pepsi Fässer. Heutzutage werden die auch wieder produziert, nicht mehr für Coca-Cola oder Pepsi, in die man selbst die Flüssigkeit reinfüllen kann, der dann selbst mit dem Gas der Wahl laden kann und dann auch aus dem Fass zapfen. Die gibt es in verschiedenen Größen. Das hier ist ein 6 Liter Fass. Dann gibt es aber auch, ich glaube, 12 Liter und 19 Liter. Das 19 Liter Fass ist dann das, was am geeignetesten ist für den täglichen Gebrauch in der Bar. Das 6 Liter Fass allerdings ist super zum Experimentieren, wenn man einen neuen Drink ausprobieren möchte, wenn man was testen möchte, ob es funktioniert oder nicht. Und mit dem werden wir uns auch heute am meisten beschäftigen. Das zweite Fass, mit dem wir uns beschäftigen, ist das sogenannte Keycap, produziert von der Firma Keycap. Das kommt in verschiedenen Größen. 10, 20 oder 30 Liter, das ist ein 20 Liter Fass. Bisschen schwieriger zu benutzen für den Bartender in der kleinen Bar, da man extra Equipment braucht, um es zu befüllen. Allerdings wird es viel von professionellen Cocktail on Tap Produzenten, aber auch Craft Brauereien oder Cider Producern benutzt, da es relativ einfach zu recyceln ist mittlerweile, einfach zu befüllen ist und einfach sehr praktisch. Das Prinzip ist ein bisschen anders als das Cornelius Keck. Es ist mehr eine Back-in-Box, das heißt, man hat einen Sack, der mit der Flüssigkeit befüllt wird und das Gas wird dann quasi das Gas zum Zapfen wird dann zwischen den Sack und die Plastikhülle gepumpt und so füllt sich langsam der Hohlraum mit Gas und presst die Flüssigkeit raus. Hat dann nochmal andere Vorteile als das Cornelius Keck, da man einfacher stille Cocktails puren kann und generell ein bisschen mehr Kontrolle oder professionelle Kontrolle über die Gasstärke hat oder den Druck hat. Generell aber für den einfachen Bartender ein bisschen schwieriger zu handeln, da man externes Equipment benötigt. Das dritte und eher oder seltenste genutzte Fass ist das sogenannte Bierfass, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Habe ich persönlich noch nie gesehen, dass jemand Cocktails on Tap da reinfüllt, ist aber theoretisch möglich. Das heißt, wenn man vielleicht eine
Kollaboration mit einer Brauerei hat oder einem Cider Producer oder einen Biercocktail herstellt und der dann in der Brauerei abgefüllt wird, könnte es vielleicht vorkommen, dass er ihn in dieses Fass abfüllt. Und es ist auf jeden Fall möglich, auch davon Cocktails on Tap zu puren. Hat nochmal einen anderen Verschluss, die schauen wir uns aber gleich an. So, nun zum Hauptteil des technischen Parts, dem Zapfsystem oder der Zapfanlage. Hier haben wir eine kleine mobile Zapfanlage, die wir ehrlich gesagt gerade erst gemietet haben, um euch das aufzuzeigen. Gibt dann natürlich auch noch die größeren Zapfanlagen, die man aus Kneipen oder Restaurants oder auch Bars kennt, mit unterschiedlichen Hähnen oder mobile Zapfanlagen, die man bewegen kann für Events. Prinzipiell funktionieren die aber alle ziemlich gleich und haben die gleichen Schwierigkeiten, Vorteile und Nachteile, auf die wir dann später nochmal eingehen. Wir haben drei verschiedene Gase, die zum Zapfen und zum Infusionieren des Cocktails in Frage kommen. Einmal klassisch CO2, einmal Stickstoff, also N2, oder ein Gasgemisch. Gasgemisch wird auch manchmal Biergas genannt. Das wird häufiger für zum Beispiel Guinness verwendet. Das sind normalerweise 25% Stickstoff und 75% CO2. Kann man auch für Cocktails verwenden. Ich verwende hauptsächlich aber entweder CO2 für Cocktails wie ein Gin Tonic on Tap oder einen Spritz on Tap oder Stickstoff, zum Beispiel wenn man Nitro Coffee, Espresso Martini, vielleicht auch ein Nitro Tea für solche Sachen. Hier haben wir den sogenannten Gasregulator. Der wird dann an die Gasflasche angeschlossen, unabhängig davon, welches Gas es ist. Er zeigt einerseits an, wie viel Gas noch in der Flasche ist und auch mit wie viel Druck gerade gezapft wird, beziehungsweise wie viel Druck aus der Leitung kommt. Hier kann man typischerweise den Druck einstellen. Hier hat man ein Überdruckventil und hier kann man das Gas an- und abdrehen, separat von der Flasche. Es ist auf jeden Fall immer besser, einen guten Gasregulator zu kaufen, der zwei Displays hat und es ordentlich anzeigt. Damit kann man viele Fehler beheben und macht es einfach viel einfacher und auch dann spaßiger, mit Cocktails und Zapf zu arbeiten. Es gibt verschiedene Zapfköpfe zum Zapfen von verschiedenen Fässern. Es gibt Zapfköpfe für Bierfässer. Die kommen in verschiedenen Formen, je nachdem, was für ein Fass das ist und in welchem Land man ist, kommen dann mit verschiedenen Namen. Dann gibt es, was für uns dann interessant sein könnte, den Zapfkopf für das Keycheck. Das ist eine Triangelform und man quasi hält den Zapfkopf aufs Fass drauf und drückt es runter, connected, bis es klickt. Und dann das meist interessante Tool für us, der meist interessante Zapfkopf, sind die sogenannten Borlock Disconnect. Und der wird fürs Keycheck verwendet. Da gibt es immer, der schwarze ist das Out und der weiße ist In. Da beim Keycheck gibt es dann auch ein Out und ein In. Und die werden quasi damit verbunden und dann aus dem Out kommt die Flüssigkeit raus, im In geht die Flüssigkeit rein. So, dann gibt es zwei verschiedene Arten an Zapfhähnen. Der kann man einfach austauschen, indem man das unten ranschraubt. Da gibt es einmal den klassischen Bierhahn, wo das Bier einfach durchfließt, kann dann hier einfach angedreht werden oder alternativ gibt es den Stout-Hahn. Da ist eine sogenannte Restrictor-Platte drin, die dafür sorgt, dass wenn man ein Nitro-Getränk hat, also entweder einen Stout, aber vielleicht auch einen Nitro-Kaffee, dass nochmal mit mehr Druck die Flüssigkeit durch die Platte durchgedrückt wird, um diesen perligen Effekt zu erzeugen, den man von Guinness zum Beispiel kennt. Für alle anderen Cocktails, die nicht mit Nitro, also Stickstoff, geladen wurden,
kann man einfach einen normalen Bierhahn verwenden. Nächster Teil sind die Schläuche, wie hier. Schläuche machen oft Probleme, da sie oft entweder zu lang sind oder Knicke haben, was dann dazu führt, dass das sogenannte Spuckzapfen entsteht. Das heißt, dass sich Luft im Schlauch bildet und dann die Flüssigkeit raus eher im Spuck rausgespuckt wird. Andere Problem ist Temperatur. Wir wollen die Flüssigkeit so kalt wie möglich halten und dafür ist es wichtig, nicht wie hier, sondern eine Isolation um den Schlauch rumzuhalten. Da die Flüssigkeit aus dem Durchlaufkühler kommt und dann so kalt wie möglich im Gästeglas ankommen soll. Nächstes Problem ist oft die Länge von Schläuchen. Je länger der Schlauch, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief läuft. Plus das Problem entsteht dann auch beim Reinigen relativ oft, dass je länger der Schlauch, desto mehr Schankverlust hat man, wenn man die Schläuche reinigt. Darum versucht immer den Schlauch so kurz wie möglich zu halten, um erstens weniger Temperatur zu verlieren, zweitens wenig Schankverlust zu haben und drittens einfach ein besseres Zapfgefühl und Zapferlebnis zu haben. Dann gibt es den sogenannten Durchlaufkühler. Es gibt einmal den trockenen Kühler und den Nasskühler. Der Nasskühler ist der Kühler, den ihr haben möchtet, der einfach wesentlich stärker ist und wesentlich kältere Flüssigkeit produzieren kann. Funktioniert so, dass die Flüssigkeit in einer Schnecke durch die Kühlflüssigkeit läuft. Das kann ziemlich kalt werden. Das heißt, dass sich sogar Eis um den Metallschlauch bildet. Falls ihr sehr schnell kalte Flüssigkeit braucht, beziehungsweise sehr schnell kalt zapfen wollt, zum Beispiel bei einem Event, kann man zur Not auch immer noch mal ein bisschen Crushed Ice verwenden und die Flüssigkeit runterkühlen. Da ist natürlich, wenn der Kühler eingeschaltet wird, es eine Zeit lang dauert, bis die Temperatur erreicht ist. Idealerweise habt ihr aber zusätzlich noch ein Kühlhaus. Das heißt, die Fässer sind im Kühlhaus gelagert. Dann läuft die Flüssigkeit durch den Durchlaufkühler durch und wird dann gezapft. Erstens ist es mehr effizienter und zweitens führt es am Ende zum kältestmöglichen Cocktail. Ganz wichtiger Punkt, der oft ein bisschen vergessen wird und nicht so viel Beachtung geschenkt wird, ist das Thema Hygiene. Da gibt es die vom Deutschen Institut für Normung, das DIN 6650, die besagt, dass Zapfanlagen einmal wöchentlich gereinigt werden sollen. Ja. Und das fängt beim Zapfkopf an. Den kann man bei den ganzen Schrauben auseinandernehmen. Dann fällt das ganze Ding auseinander. Säubern mit normaler Seife, mit Wasser gut abspülen und dann einfetten und dichten. Das führt dann dazu, dass keine Flüssigkeit aus Stellen kommt, wo sie nicht kommen soll. Dann der Zapf, der Schlauch, der Bierschlauch oder der Zapfschlauch. Einmal wöchentlich durchspülen mit Wasser und dann auch mit einer Reinigungsflüssigkeit und dann gut mit Wasser wieder nachspülen. Hier kommt dann auch das Problem zu tragen, von dem wir vorher schon gesprochen haben, dass einfach viel Schankverlust entstehen kann, wenn man einen langen Schlauch hat. Darum am besten den Schlauch so kurz wie möglich halten, einfach damit man wenig Flüssigkeit bzw. Cocktail verliert. Und drittens das Reinigen des Fasses. Das heißt, nach jeder Verwendung, sprich wenn das Fass leer ist, gut ausspülen, mit Seife oder Reinigungsmittel waschen. Kann man das Corny Keg auch sehr gut für geeignet, da man einfach es gut aufmachen kann und dann selbst reinfassen kann und es auswaschen kann und dann wieder gut nachspülen, umdrehen und austrocknen lassen. Für alle Hygienetipps und Reinigungstipps ist es meistens am besten, mit dem lokalen Bierlieferanten oder der lokalen Brauerei zu sprechen, da die jahrelange Erfahrung haben. Die schauen euch immer ein bisschen komisch an, wenn ihr davon redet, dass ihr Cocktails on Tap servieren möchtet. Vielleicht lasst ihr es einfach weg, aber die wissen genau, wie man am besten Schläuche säubert, welches Mittel man dafür verwenden soll. Das gleiche für die Zapfköpfe und auch am Ende für Fässer. Die können euch auch alle die Materialien dafür verkaufen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. So, dann kommen wir zum Fun-Part, zum meist interessanten Part der Kreation von Cocktails on Tap. Prinzipiell kann jeder Cocktail on Tap serviert werden. Es gibt da ein paar Regeln zu beachten, ein paar Do's und Don'ts und ein paar Zutaten, die man auf keinen Fall verwenden sollte.
Allen voran Milchprodukte. Damit werdet ihr keinen Spaß haben, wenn ihr Sahne oder frische Milch in euer Fass kippt und dann durch den Schlauch zapft. Milchpunch ist dann nochmal was anderes. Das kann allerdings, das kann sehr gut funktionieren, gerade wenn man das dann als Nitro Milk Punch zapft oder verkauft. Am besten geeignet sind allerdings entweder Cocktails, die aus 100% Spirituose bestehen, zum Beispiel Negroni, oder Cocktails, die prinzipiell fizzy serviert werden, beziehungsweise mit einem Filler, also ein Gin Tonic oder ein Spritz oder ein French 75. Die machen am meisten Spaß, wenn man die on top serviert. Und jetzt sprechen wir darüber, welche Zutaten man wie modifizieren muss, damit man zu den besten Resultaten kommt und worauf man am besten achten muss. Zutaten, die schwierig sind, sind frische Säfte. Das heißt, wenn ihr frischen Zitronensaft, frischen Limettensaft, frischen Orangensaft verwendet, führt das erstens dazu, dass der Cocktail wesentlich schneller nicht mehr haltbar ist bzw. oxidiert. Zweitens, dass wenn ihr einen karbonisierten Cocktail habt, dass die Karbonisierung nicht so gut funktioniert. Und drittens auch, dass einfach alles wesentlich schneller dreckig wird, da sich die kleinen Partikel der Säfte im Schlauch und im Zapfhahn und Zapfkopf absetzen. Alternative ist einerseits der klarifizierte Saft. Das heißt, wenn ihr entweder die Geduld habt, mit Agar-Agar zu klarifizieren oder eine Zentrifuge zur Verfügung hat, ist das eine Alternative. Oder ihr benutzt andere Zutaten wie Verjus, Malic oder Citric Acid, Weißweine oder ihr kennt euch da aus. Aber frische Säfte sind immer ein bisschen schwierig, gerade da die kleinen Partikel dann anfangen zu faulen. Und bei der Karbonisierung, je mehr Partikel in der Flüssigkeit sind, desto schlechter funktioniert die Karbonisierung. Darum wollt ihr im Allgemeinen den Cocktail so klar und so sauber wie möglich halten. Eine kleine Alternative dazu, falls ihr frische Säfte verwenden wollt, kann man immer den Rest des Cocktails batchen, ins Fass füllen und karbonisieren und dann à la minute den Saft quasi jiggern und dann mit dem Cocktail on top auffüllen. Hat natürlich dann so ein bisschen ein Consistency-Problem, je nachdem, wie man purt. Aber gerade wenn man immer das gleiche Glas verwendet und Eis einkauft oder wiegt oder immer die gleiche Menge Eis verwendet, kommt man so auch zu sehr guten Resultaten, wenn man zum Beispiel, sagen wir, einen Mojito on top servieren möchte und nicht auf frischen Limettensaft verwenden will, kann man alle anderen Zutaten batchen, karbonisieren und den Limettensaft separat hinzufügen, wenn der Gast bestellt. Nächster Punkt, Verbesserung, Dilution im Cocktail. Gerade wenn ihr Cocktails on top serviert, müsst ihr darauf achten, dass der Cocktail quasi vorverwässert ist. Was wir dazu tun, ist, wir mixen den Cocktail aus und haben das normale Rezept. Und dann wiegen oder messen wir am Ende nochmal, wie viel Flüssigkeit wir beim perfekten Cocktail haben. Das heißt, wenn wir den normal jiggern und adaptieren so das Rezept, dass die Verwässerung im Rezept eingerechnet ist und der Cocktail als Ganzer serviert wird, weil die meisten Drinks am Ende über Eis serviert werden, aber ins kalte Glas über kaltes Eis und die Flüssigkeit aus dem Tab schwankt, würde ich sagen, zwischen 4 und 6 Grad. Das heißt, da wird nicht mehr so viel Verwässerung passieren beim Puren. Darum immer darauf achten, dass die Verwässerung schon einkalkuliert ist ins Rezept. So, im nächsten Schritt geht es darum, wie Cocktails karbonisiert werden oder generell, wie man Gas zu Cocktails hinzufügt. Wichtigster Punkt ist Temperatur. Der Cocktail soll so kalt wie möglich sein. Das heißt, wir haben den Cocktail jetzt hier im Kühlschrank gelagert bei 2 Grad. Je kälter der Cocktail, je kälter die Flüssigkeit im Allgemeinen, desto mehr Gas kann hinzugefügt werden. Das gilt für jegliches Gas. Wir fangen hier an mit dem Corny Keg. Das heißt, wir öffnen es und füllen es dann mit dem Cocktail. Was ihr machen wollt, ist, dass ihr nicht mehr als 2 Drittel des Fasses mit Cocktail befüllt. Das heißt, wir haben ein
6 Liter Fass. Das heißt, wir füllen 4 Liter Cocktail hinein. Damit, wir lassen ein bisschen Platz oben. Wie gesagt, ein Drittel. Das wird dann mit Gas gefüllt. Und dieses Gas vermischt sich dann mit der Flüssigkeit und sorgt dafür, dass wir einen karbonisierten Cocktail haben. Cocktail ist im Fass. Das heißt, wir schließen. Stellen sicher, dass es ordentlich verschlossen ist, dass wir keine Auslässe haben. So, dann haben wir In-N-Out und hier haben wir unsere Barlock Disconnect, dass eine Gasflasche verknüpft ist. Wir haben jetzt 3,5 Bar. Das ist meiner Meinung nach für karbonisierte Cocktails der beste Druck. Wir verbünden das. Und jetzt hört man, wie das Gas ins Fass reingeht. Allerdings haben wir ja noch die ganze normale Luft im Fass drin. Das heißt, wir stoppen die Verbindung und ziehen das Überdruckventil, um einfach den Gasaustausch zu forcieren. Wiederholen den Prozess 2 bis 3 Mal. So stellen wir sicher, dass so wenig Luft wie möglich in dem Headspace hier ist und so viel wie möglich CO2 ist. Dann machen wir das jetzt noch einmal. Und jetzt kann man entweder das Fass im Kühlhaus lagern und über 1-2 Tage wird sich automatisch die Flüssigkeit mit dem Gas verbinden. Allerdings, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, kann man auch anfangen, das Fass leicht zu schütteln und das Gas und die Flüssigkeit quasi zwingen, sich miteinander zu verbinden. Da spürt man dann richtig, wie Gas und Flüssigkeit sich verbinden. Und dann, das macht man so für 10 bis 15 Sekunden und füllt dann mit Gas nach. Und den Prozess wiederholt man 2 bis 3 Mal. Am Ende, bis man beim Verbinden des Gases mit dem Fass kaum noch Gas durchs Ventil strömen hört, dann hat man das bestmögliche Resultat erreicht. So, ich denke noch einmal danach. Dann sind wir da. So. Jetzt haben wir einen wunderbar karbonisierten Cocktail. Wie gesagt, alternativ hätte man auch Gas auffüllen können und ihn dann kalt stellen und 2 bis 3 Tage vergessen, bis sich automatisch das Gas und die Flüssigkeit verbindet. Aber so hat man das schnellstmöglich das beste Resultat. Und nochmal darauf zurückzukommen, ganz, ganz wichtig, die Flüssigkeit so kalt wie möglich zu lagern, damit sich einfach am meisten mögliche Gas mit der Flüssigkeit verbindet. Der Prozess ist prinzipiell mit allen anderen Gasen auch möglich, macht dann keinen Unterschied und auch mit allen anderen Fassgrößen. Wie gesagt, immer 2 Drittel des Fasses füllen und den Rest Luft lassen. Und dann macht es keinen Unterschied, ob man Stickstoff oder ein Biergas, also Gasgemisch oder CO2 verwendet. Und dann der Prozess des Verbinden des Gases mit der Flüssigkeit ist genau der gleiche. Das heißt, erst das Gas austauschen im Fass und dann schütteln und langsam das Gas und die Flüssigkeit miteinander verbinden. Die Haltbarkeit von Cocktails on Tap bewegt sich wahrscheinlich so im Bereich von 6 bis 8 Wochen. Kommerzielle Cocktail on Tap Produzenten geben meistens eine Haltbarkeit von bis zu 3 Monaten heraus, nutzen dann aber auch andere Zutaten. Ich würde den normalen Barmann für die normale Bar 4, 6, maximal 8 Wochen würde ich das Fass verwenden.
Ich persönlich habe nie Schwierigkeiten mitgemacht, habe aber auch selten Fässer gehabt, die älter als 2 oder 3 Wochen waren. Man kann theoretisch gerade die Conicex auch dazu benutzen, um Oxidation von Säften zu stoppen. Das heißt, wenn man einen Cocktail hat oder einen Saft oder einen Wein und den ins Fass füllt und dann einfach nur Stickstoff oben drauf legt, stoppt das theoretisch die Oxidation und man kann die Haltbarkeit von der Flüssigkeit extrem verlängern. Wird dann auch oft bei Weinen verwendet, die im Kika kommen, bei denen einfach die werden einfach bis zum Rand aufgefüllt und man hat ewige Haltbarkeit, diese, ich glaube, 2 bis 3 Monate. Wie gesagt, Haltbarkeit für mich bis jetzt noch nie ein großes Problem. Außer Cocktails und Tab können Corny Kegs auch noch andere Sachen. Man kann sie zum Beispiel nutzen, um Bottle Cocktails abzufüllen, vor allem um Sparkling, also karbonisierte Cocktails und Tab abzufüllen. Das funktioniert quasi gleich wie der Cocktail und Tab. Das heißt, man füllt den Cocktail ins Fass, kalt wie möglich, karbonisiert ihn und verbindet dann ein Outpart, einen Hahn. Idealerweise gibt es dafür die sogenannte Beer Gun. Das ist, sieht aus wie eine kleine Pistole, die man in die Flasche füllt und dann kann man die Flasche langsam auffüllen und dann im Idealfall am Ende mit einem Kronkorken verschließen. So hat man am wenigstmöglichen Sprudelverlust und kann super fizzy Cocktails aus der Flasche servieren. Andere alternative Möglichkeit, Gas oder karbonisierte Cocktails herzustellen, ist die sogenannte In-Bottle-Carbonated-Cocktail-Methode. Für die verwendet man Cola- oder Pepsi-Flaschen, am besten so groß wie möglich. Und auch hier wieder einen klaren Cocktail, möglichst 2/3 oder 3/4 der Flasche befüllen. Danach hat man hier den Vorteil, dass man quasi alle Luft rausdrücken kann und dann die Flasche verschließt. Hier hat man quasi ähnlich wie beim Corny Keg einen Pin, mit dem man das Gas vernetzen kann. Und dann wieder, auch hier in dem Fall benutzen wir 3 Bar, das Gas verbinden. Und das Gas verbindet sich, geht in die Flüssigkeit rein. Wir haben unten an dem Pin einen kleinen Schlauch angeschlossen, dass das Gas gleich in die Flüssigkeit geht, dass das Gas gleich in die Flüssigkeit geht. Und dann, ähnlich wie beim Cornelius Keg, schüttelt man die Flasche einfach, damit sich das Gas und die Flüssigkeit gut vermischen. Wiederholt den Prozess 2 bis 3 Mal und kann danach einen super fizzy Cocktail servieren, wenn man nicht den Platz hat oder die Möglichkeit, ein Subsystem oder ein Cornelius Keg zu benutzen. Andere alternative Möglichkeit, das Corny Keg zu benutzen, ist, um die Haltbarkeit von Cocktails oder auch Säften zu verlängern. Andere Möglichkeit, das Tab-System zu nutzen, ist zum Beispiel für Weine, die on Tab serviert werden. Da gibt es mittlerweile von allen möglichen Produzenten Weißweine, Rotweine, theoretisch auch Prosecco oder Sparklingweine. Je nachdem, welche Abnahmemengen man hat, lassen sie auch gerne mit sich reden und füllen für einen ins Keycake ab, weil das generell nicht so kompliziert ist. Andere Möglichkeiten noch fürs Corny Keg sind Softdrinks, Kombuchas, Tees, quasi endlose Möglichkeiten, um einfache Drinks aufzupeppen, da man erstens die Haltbarkeit extrem verlängern kann und zweitens eine Art von Textur hinzufügen kann, also entweder Karbonisierung oder Nitro. Sondern nun kommen wir zum interessanten Part, den Kosten. Gute Nachricht ist, dass wenn ihr schon eine Zapfanlage besitzt, dann kommen kaum neue Kosten auf euch zu.
da quasi alle Art von Equipment vom normalen Bierzapfen übernommen werden kann und man sich dann nur einen Cornelius Keg und die benötigten Borlaug Disconnect Verkapseln kaufen muss. Wenn ihr keine Zapfanlage habt, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, entweder eine Zapfanlage einbauen oder sowas wie dieses hier, eine Art mobile Zapfanlage, ein Zapftower oder eine mobile Zapfanlage, die man auch bewegen kann, die dann natürlich gut für Festivals oder Außenbereich und alle Arten von Events geeignet sind. Falls ihr noch kein Equipment habt, werden sich die Kosten für solche Sachen wie das Borlaug Disconnect, Schläuche, Gasregulatoren im Bereich von 150 bis 200 Pfund bewegen. Ein 19 Liter Cornelius Keg, das neu ist, wird sich so um die 90 Euro kosten. Kleinere kosten weniger und es gibt mittlerweile auch viele gebrauchte Cornelius Kegs, die dann so um die 50 bis 60 Euro kosten. Eine sehr einfach gehaltene Zapfanlage inklusive Bierschlauchkühlung, Durchlaufkühlern fangen so bei 350 bis 400 Euro an. Allerdings solltet ihr nicht beim Durchlaufkühler sparen. Das geht dann, da kann man dann auch noch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, je nachdem auch wie viele Zapfhähne man möchte und wie schnell, wie viel gekühlt werden soll, besteht da viel Luft nach oben. Und letzter Part, Gas, eigentlich kaum der Rede wert. Das bewegt sich für eine 10 Liter Container bei 20 Euro und damit kann man mehrere hundert Cocktails zapfen, je nachdem, wie stark man karbonisiert und wie viel Gas man beim Zapfen dann verwendet. Aber in der Kalkulation für einen Cocktail kann man das eigentlich komplett vergessen. Da ist dann nur die erstmalige Anschaffung der Gasflasche der teure Part und danach wird die nur noch wieder aufgefüllt. Vorteile von Cocktails on Tap gibt es meiner Meinung nach sehr, sehr viele. Großer Fan davon. Super schnell im Service. Super kalter Surf. Mitarbeiter können wesentlich schneller die Cocktails servieren und müssen oder eine weniger Ahnung von Cocktails haben. Das heißt, man braucht eigentlich nur einen Bartender, der sich mit den Rezepten wirklich auskennt und die kreiert. Die Mitarbeiter im Service haben es aber sehr, sehr einfach. Glas aus dem Freezer nehmen, Eis rein oder vielleicht sogar schon Eis im Glas drin und einfach zapfen. Man hat einen super Überblick über die Kosten. Dadurch, dass alles pre-gebatcht ist im großen Stil, kann man wesentlich besser kalkulieren und man sieht dann, wir verkaufen 100 Drinks in der Woche, das ist ein Fass, kann dann quasi schon für 4 Wochen vorproduzieren. Die Temperatur und die Qualität ist immer gleich und es macht einfach den Service für viele, viele einfach wesentlich einfacher, gerade auch bei großen Events, wenn man viel Masse schnell schießen muss, macht es einfach Sinn, Cocktails on Tap zu servieren. Karbonisierung ist ein ganz großer Faktor, der meiner Meinung nach für Cocktails on Tap spricht, da man einfach die Möglichkeit hat, den ganzen Drink zu karbonisieren. Dass wenn man einen Gin Tonic hat, hat man die Möglichkeit, den kompletten Gin Tonic fizzy zu haben bei 3 Bar, verglichen mit, wenn man einen Gin Tonic einfach so mixt und der Gin nicht karbonisiert ist und dann das Tonic Water aufgegossen wird, man schon die Hälfte der Bubbles verliert und dann einfach, wenn der Drink endlich am Tisch ankommt, quasi flat ist. Gibt es meiner Meinung nach extrem viele Vorteile. Man kann extrem viel Spaß damit haben. Man hat ein paar Challenges, die man beachten muss, wenn man Cocktails on Tap mixt. Aber am Ende hat man auch viele Möglichkeiten, die man ohne das Tap-System nicht hätte. Es gibt natürlich auch negative Aspekte von Cocktails on Tap, angefangen mit dem Schankverlust, mit dem Reinigen der Leitungen und dem verbundenen Verlust. Und auch für manche Bars ist vielleicht nicht das Richtige, weil es einfach eine
eine sogenannte Craft Cocktailbar ist und die Leute da hinkommen, um dem Bartender beim Mixen zuzuschauen. Ich denke aber, selbst für die Bars gibt es gewisse Vorteile. Wenn man zum Beispiel sein eigenes House Tonic herstellen möchte, sein eigenes Ginger Beer, und die Alternative dazu wäre, ein Cordial zu haben und damit Soda aufzutoppen. Oder man kann eben den ganzen Cocktail karbonisieren, ob das am Ende im Cornelius Keg ist und dann on top serviert oder karbonisiert in der Flasche. Für mich sind die ganzen Techniken alle sehr eng miteinander verbunden und beinhalten viele Vorteile. Dann direkt Cocktails on top, wie vorher schon gesagt, jegliche Clubs, Festivals, große Events, Outdoor-Events, überall, wo man viele Cocktails schnell und ohne groß drüber nachzudenken servieren möchte, bietet sich das System an. Und dann auch in kleineren Bars, wenn man abgesehen von dem Tonic Water oder dem Ginger Beer, zum Beispiel die ganzen, der Best-Selling Drink, der vielleicht nicht auf der Karte ist, wie ein Gin Tonic, ein Espresso Martini, ein Moscow Mule, kann man einfach on top servieren und erspart sich dann sehr viel Zeit, hat mehr Zeit für die Gäste, hat mehr Zeit für Service und hat mehr Zeit, um sich um die anderen Drinks zu kümmern. Und ein letzter Vorteil für Gäste auch noch, gerade wenn man viele Cocktails on top hat, ist, dass man dem Gast die Möglichkeit geben kann, den Drink separat zu probieren, bevor er den Cocktail kauft. Das kommt rein, sagt hier, mir schmeckt das und das und das. Und ähnlich wie in modernen Bierbars kann man einen kleinen Schluck geben, probiert und kann sich dann entscheiden, ob er die Kaufentscheidung machen möchte oder nicht. So, das war's von mir erstmal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können vom Workshop. Jetzt fangen wir mit dem Q&A an. Das heißt, fragt mich einfach alles, was ihr noch wissen möchtet. Und ich versuche euch dabei zu helfen. Und könnt mir natürlich auch nochmal eine E-Mail schicken oder bei Social Media connecten, ob das Instagram oder Facebook ist. Meine E-Mail-Adresse ist matthias.ingelmann@gmail.com. Und jetzt kommt Nils Böse dazu, der Brand Ambassador für Jägermeister, der eine kurze Einleitung auch nochmal zur Jägermeister-Manifest gibt, über den Bottle Cocktail spricht. Und dann freue ich mich schon, mehr von Cocktails on Tap zu sehen in Deutschland und euch gleich auch quasi face-to-face im Video zu sehen und eure Fragen zu beantworten. Dankeschön.